Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man einen funktionierenden Kamin bauen kann. Den seht ihr hier. Und der ist jetzt aus, aber es ist gerade irgendwie kalt, deswegen will ich ihn anmachen und lege dann einfach den Schalter um und der Kamin ist an. Ist das nicht wunderbar? Aber irgendwie scheint doch die Sonne und mir ist doch irgendwie gar nicht so kalt, also lege ich den Schalter nochmal um und er geht aus. Absolut nice. Und wie man das Ganze baut, zeige ich euch jetzt. Ich kann euch hier einmal zeigen, wie viel Redstone ihr bauen müsst. Das ist nicht besonders viel. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. So, wir haben hier die Ecke, in die der Kamin kommen soll. Da machen wir jetzt erstmal diese drei Blöcke hier weg und platzieren hier einen Dispenser, der zu uns zeigt und hier auch. So, das nächste, was wir machen, ist, wir stellen da drüber einfach Steine und mixen das nochmal ein bisschen mit den Stone Bricks, einfach nur, damit es ein bisschen schöner aussieht. Das müsst ihr nicht machen. Ich mache dann da auch noch einen hin und dann stellt ihr hier das Feuer rauf und macht dann hier so einen kleinen Eingang mit Treppenstufen, so ungefähr. Macht dann hier oben nochmal Stufen, die dann so zur Mitte gehen. Mache ich dann noch meinen Block hin und den Schornstein quasi nach oben. Und dann haben wir den Kamin auch schon soweit fertig. Das nächste, was wir jetzt machen, ist quasi die Schaltvorrichtung. Und dafür nehmen wir uns einen Schalter und placen den einfach mal hier an die Wand, so wie ich es da gemacht habe. Aber ihr könnt es natürlich überall rein theoretisch bauen. Ja, ich würde es einfach nur direkt neben dem Kamin einfach am praktischsten. So. Und dann hole ich mir mal rote Wolle. Und hier müsste der Schalter sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann nochmal Redstone kurz hinlegen. Wenn ich jetzt den Schalter umlege, dann müsste das Redstone leuchten. Ja, wunderbar. So, dieses Redstone geht jetzt hier weiter in einen Block hier hinein, also bei dem einen Dispenser, dahinter ist ein Block, da kommt das rein. Auf dieser Seite kommt dann eine Redstone-Fackel, hinter den anderen Dispenser auch nochmal ein Block, davor ein Repeater und davor dann nochmal Redstone. So, das sorgt jetzt nämlich dafür, wenn ich hier Power gebe, so wie es jetzt gerade ist, dann wird dieser Block hier gepowert, weil das Signal direkt da reingeht und das bedeutet, dass alle Sachen, die mit Redstone zu tun haben und daran grenzen, die werden aktiviert. Das bedeutet, dieser Dispenser geht an und diese Fackel geht aus. Und wenn diese Fackel ausgeht, bedeutet das, dass dieser Block nicht gepowert wird und dementsprechend auch dieser Dispenser nicht gepowert wird. Wenn ich jetzt den Schalter umlege, dann ist es genau andersrum. Dann wird nämlich das hier nicht gepowert, bedeutet, dass dieser Dispenser nicht gepowert ist, aber die Redstone-Fackel ist an und die powert wiederum den anderen Dispenser. Das bedeutet, dass es immer ein Dispenser an, während der andere aus ist. Und das ist auch das Prinzip, das wir uns hier zunutze machen, denn das nächste, was wir benutzen, sind Feuerzeuge. So, und Wasserspritzflaschen hier, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also Wurftränke, glaube ich, heißt das. Wurftränke mit Wasser, weil wenn man Wurftränke mit Wasser auf ein Lagerfeuer schmeißt, dann geht's aus. Und wenn man ein Flint and Steel oder ein Feuerzeug darauf benutzt, dann geht's an. Und das sind beides Items, die auch Dispenser benutzen können. Und dementsprechend tue ich jetzt in diesen Dispenser hier Feuerzeuge und in den anderen tue ich diese Wasserflaschen. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Schalter umlege, dann kommt Feuer. Und das passiert eben, weil dieser Dispenser halt ausgelöst wird und der andere nicht. Das bedeutet, Feuer kommt, aber das Wasser eben nicht. Und wenn ich den jetzt hochschalte, dann kommt Wasser und löscht das, aber es kommt kein Feuer. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip hiervon. Ihr müsst das jetzt hin und wieder zwar nachfüllen mit hier vielleicht neuen Feuerzeugen oder hier mit neuen Flaschen. Aber ansonsten ist das das ganze Tutorial und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Feuer in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kamin. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.